Interessant. Hier geht's wieder raus. Und quasi alles gesehen. Bleib hinter mir! Alter! Hat der mich erschreckt gerade? Oh, der hat Kaya direkt down gemacht. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh, nicht gut. Hallo, liebe Rollenspielfreunde, ich bin Nightflyer und hier geht's weiter mit Elex. Und wir befinden uns immer noch hier in diesem Vorposten der Kleriker, wo ich mich ein bisschen umgeschaut habe und jetzt habe ich irgendwas entdeckt, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar haben wir hier so komische Audio-Guide-Aufnahmen. Ja, Audio-Guide-Aufnahme 8, ich spiele das mal ab. Gerüchten zufolge raubte Falkmar eine Prinzessin von Weinstein vor ihrer Hochzeit. Daraufhin brach ein Krieg zwischen den drei Burgen aus. Als Sieger ging schließlich Falkmars Sohn hervor. Die beiden anderen Burgen fielen unter seine Herrschaft. Seine Macht reichte bis weit über das Land. Viele Generationen nach ihm blieb die Herrschaft seines Geschlechts unbestritten. Ah ja, also historisches Material. Ich habe keine Ahnung, ob das ist tatsächlich irgendwas. Kann ich es auch wieder ausschalten? Das nervt. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt tatsächlich irgendwelchen historischen Hintergrund hat oder vielleicht irgendwelche Referenzen zur Gothic-Reihe sind oder so. Da habe ich keine Ahnung. Hier habe ich noch entdeckt, das scheint mir ein Aufzug zu sein oder so, den wir mal verwenden. So. Was haben wir hier? Siehst du dieses Monstrum? Schwer zu übersehen. Präg es dir gut ein. Der Größenwahn der Menschen hat sich nie ausgezahlt. Was für ein Monstrum meinst du denn? Das Ding dann. Ist das eine Rakete oder sowas? War das hier eine Raketenbasis? Das sieht mir fast so aus, ne? Das ist eine Rakete. Kommen wir da irgendwie ran? Okay, da können wir nichts hacken. Wir haben auch keinen Code dafür. Okay, das wird mit Sicherheit später noch eine Rolle spielen, möglicherweise. Kommen wir hier irgendwo durch? Da ist auch wieder so ein Codeschloss. Aber auch da können wir nichts machen. Schade. Okay, es könnte sein, dass das später noch eine wichtige Rolle spielt hier. Aber weiter scheinen wir jetzt erstmal nicht zu kommen. Wobei, Moment. Das ist frei. Wir sind. Okay, das ist ein zweiter Aufzug. Okay, da ist auch ein Viech. Das sollten wir vielleicht mal plätten, aber erst speichere ich. Wir wollen ja eigentlich diese Chimären da erledigen. Komm mal her, du Arschloch. Achtung! Aua! Klappt ja wieder hervorragend hier. Okay, der ist ganz schön hartnäckig. Achso, er war hin. Er war hin, er war hin. Es reicht. Okay, sind wir natürlich total in der falschen Richtung unterwegs. Na, du Arschloch. Jetzt ist erledigt. Nee, immer noch nicht. Ich dachte, Kaya hat ihn platt gemacht. Jetzt hat sie ihn platt gemacht. Okay, aber hier sind wir natürlich jetzt gänzlich in der falschen Richtung unterwegs. Ist mir jetzt aber wurscht. Wir gucken. Ob keiner guckt. Was ist das da in der Mitte? Beziehungsweise. Oh, gruselig.
Ist das nicht vielleicht eine deiner Elixidadern? Möglicherweise. Können wir da rein? Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an hier. Hier ist eine Kiste. Die ganz leicht aufgeht. Zu sehr schön. Einfach. Und wir bekommen ein Schrott-Sammlerhemd, einen kleinen Heiltrank und einen Krug. Okay, haben wir hier noch was? Da ein Flugblatt. Altes Flugblatt, das haben wir mit Sicherheit schon gesehen. Energiezellen. Plasmazellen. Okay. Mal sehen, ob wir da irgendwie reinkommen. Da hinten sieht es auch nach einem Eingang aus. Macht das irgendeinen Sinn hier? Ich glaube beinahe nicht. Musik hat schon wieder Aussetzer. Ich bin begeistert. Ich habe das Spiel gerade erst gestartet und das Spiel hat, die Musik hat schon Aussetzer. Ätzend. So, kommen wir hier rein. Keine Gefahr zu sehen. Wolfskraut. Ja, das nehmen wir natürlich mit. Hast du was dazu zu sagen, sag mal? Wie geht es dir? Ich bin okay. Okay, also ich glaube, ihre Quest geht noch nicht weiter. Sie sagt uns Bescheid, wenn die Quest weitergeht. Aber wir sammeln natürlich uns ein hier. Was haben wir hier? Das sieht aus wie eine Art Ladestation. Irgendjemand hat hier etwas gebaut. Er konnte seine Arbeit aber scheinbar nicht vollenden. Interessant. Aber näher angucken können wir uns das Ding nicht, oder? Eine Ladestation. Wofür? Oh, das war reines Elex. Gut, was haben wir noch? Da hinten ist nochmal so ein Elex-Ding. Also ich hätte jetzt vermutet, dass das hier vielleicht so ein Ort ist, wo Kaya irgendwie irgendwas machen kann. Nochmal reines Elex, sehr schön. Das war's hier, ne? Okay. Ring des Outlaws. Dann werden wir gucken, ob der uns was bringt. Da hinten würde ich auch nochmal gucken. Aber hier ist nichts. Hat es jetzt nicht so viel gebracht hier. Aber dieser Ort wird mit Sicherheit noch irgendwann auch eine Rolle spielen. Wegen dieser Ladestation da. Könnte ich mir vorstellen. Da liegt noch Schrott. Schauen wir mal hier unten. Verdächtig ruhig hier, finde ich. Keinerlei Gegner.
Warte, was? Da. Zigarettenstange, immerhin. Gefährliche Gegend. Ja? Also ich habe noch nichts Gefährliches entdeckt hier bisher. Jetzt habe ich was entdeckt. Alter. Der hat mich auch verjagt. Okay, der ist erledigt. Da drüben ist ein Krabbelvieh. Ich würde den gerne looten noch, ehrlich gesagt. So. Ich weiß nicht, ob ich mich mit diesem Krabbler da anlegen will. Ich speichere mal. Wir könnten ja mal probieren, ihm welche auf den Pelz zu geben. Eine Fleischgrille. Scheint ihn nicht besonders zu beeindrucken. Und der beschießt uns. Wo ist er denn? Das war nichts. Habe ich mich beaufschlagt? Wo ist das Vieh? Da hinten. Aua! Es geht los. Das ist aber fies, Mistvieh. So wird das nichts, glaube ich. Lebt immer noch. Was? Das bringt ja gar nichts. Wie viel hat denn der noch? Hat nicht mehr viel. Ich erledige das. Aber ganz ehrlich, mit der Waffe bringt das nichts. Jetzt ist er breit, oder? Immer noch nicht. Man sollte auch treffen, aber jetzt ist er breit. Mein Gott. Schwere Geburt? Das mit den Granaten möchte ich nicht zur Gewohnheit werden lassen, denn so ganz billig sind die ja nicht. Ich befürchte allerdings, dass diese Chimären ziemlich schwierig sein werden. Aber jetzt gucken wir eh erstmal ein bisschen weiter hier. Okay, hier weiter. Da haben wir wieder so ein paar Reißer. Na gut. Es sind zwei, ne? Könnte heikel werden. Könnte ein bisschen. Jetzt hat er, der hat uns entdeckt, glaube ich. Oder ne? Ja, komm her, Arschloch. Ich zeig dir, wo der Hammer hängt. Oder auch nicht. Ey! Die spinnen ja wohl. Jetzt hat sie den Heiltrank nehmen. Ohne was hinterher essen. Mistviecher. Kann auf der Ausdauer. Weiter geht's. Der ist erledigt. Beide erledigt. Sehr gut.
Es waren aber keine Zahmen. Mich wundert nur, dass hier Käfige sind. Vielleicht erwartet uns hier noch was anderes. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Ja? Aber ich glaube, wir sind jetzt auch wieder so ein bisschen auf dem Rückweg, ne? Kann das? Da ist ein Portal. Ein Teleporter. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich förmlich die Verzweiflung der Menschen, die hier einst um ihr Leben bangten. Dann öffne sie. Sorry, dass ich unterbrochen habe eben. Klotz. Ach, Eisklotz, hat sie gesagt. Okay, holen wir uns schnell den Teleporter hier. Kuppelruinen. Und dann schauen wir uns um. Gut erhaltene Konserven. Oh, hier liegt einiges rum. Ich würde gerne das ganze Klebeband da einpacken, aber das... Was haben wir hier? Wein und Klopapier aus einem... Aus dieser Reisetasche. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Noch eine. Okay. Ja, hier waren viele Durchreisende, sind hier vorbeigekommen. Lagerfeuerchen. Sollen wir uns auch was brutzeln? Mal gucken. Können wir blutige Burger basteln? Ah, ein. Wie kann man reingehen? Könnte interessant sein. Geheime Gesprächsaufzeichnung 5. Was die können, können wir schon lange. Beginnen Sie damit, das Gerücht zu streuen, dass es an der Küste Rettung gibt. Dann wird dieser Zustrom schon sein Ende finden. So, dann nehmen wir das Flugblatt. Das haben wir schon dreimal. Sicherheitskontrolle. Einmal Sicherheitskontrolle. Das würde ich mir gern ansehen. Ne, oder Quests. So, einer großen Anlage in Tavar. Es ist bei jedem Zivilisten grundsätzlich zu überprüfen. Personalien, Foto, Übereinstimmung des genetischen Fingerabdrucks mit unserer Datenbank, Zusageschreiben der Infinite Skies Corporation inklusive Wasserzeichentest. Info 1. Alle berechtigten Personen werden gebeten, ihr Auto abzustellen und sich direkt zum Aufzug zu begeben. Info 2. Um den Menschenfluss nicht zu sehr ins Stocken geraten zu lassen, werden auch nicht berechtigte Personen durchgelassen und zum Hinterausgang wieder hinausgeführt. Bezieht sich das auf diese Anlage, in der wir waren? Okay, da sind einige Flugblätter. Öllampe. Weil da waren ja Aufzüge, 2 Stück. Aber da war da diese Rakete auch noch. Okay, müssen wir anders vorgehen, wie es aussieht. Ja, so ist richtig. Zu einfach. Sag das nicht immer, ey. Mächtiger Heiltrank. 5 Stück, ja, ich nehme sie alle mit. Elektroschrott, großer Elixitbeutel. Hier könnten wir auch schlafen. Da haben wir auch noch ein bisschen was im Spind hier. Okay. Auch du Scheiße! Eieieiei. Okay, da müssen wir jetzt die Granate rausholen. Den schaffen wir so auf gar keinen. Ich speichere mal. Wir können es ja mal so probieren, aber das schaffen wir auf gar keinen Fall. Das ist so ein... ich habe den Namen schon wieder vergessen. Warte mal, das können wir sehen, indem ich ihn anvisiere. Ein Moloch, genau. Ich glaube nicht, dass wir den einfach so schaffen mit dem Schwert. Den Kampf schlagen wir gemeinsam. Ja, das hoffe ich, das hoffe ich. Oh. Eieieiei. Ja, da war's vorbei. Okay, da gehen wir jetzt anders vor. Erstmal versemmeln wir ihm eine Handgranate.
Aber erst, wenn er wieder zurückkommt. Und möglichst nicht mit Zeitzünder. Ich hoffe, dass es so einigermaßen passt, was ich hier mache. Was? Das hat gar keinen Schaden gemacht. Der aber. Eieiei. Genau, brenne ein bisschen, du Arschloch. Treffen sollte man natürlich auch. Okay, nehmen wir noch eine Handgranate. Die ist am effektivsten auf jeden Fall. Jetzt haben wir eine fast. Das sollte jetzt eigentlich gleich down sein hier. Jawohl. Bisschen, ja. Also den kriegen wir so mit Schwerte noch nicht geplättet, den Moloch. Aber es gibt immer einen Weg. Das ist das Ausschlaggebende. Hier irgendwas drin. Ne. Hier irgendwas Besonderes. Sieht mir nicht danach aus. Vielleicht aber doch. Ja, wir kommen hier rein. Okay, es ist aber nichts Besonderes. Ja, ich meine, so einen Knochen kann man immer mal gebrauchen. Das sieht mir jetzt nicht unbedingt besonders aus. Hier, da liegt noch ein Knochen. Hätte ja sein können. Gut, dann wieder zurück zur Straße. Ja, erledigen wir halt mal in dieser Folge keine Quest. Ich meine, das Spiel ist ja groß genug. Es wird doch viele Folgen geben, in denen wir keine Quests erledigen. So, den haben wir uns angesehen da. Gar nicht gut. Was hast du denn jetzt schon wieder? Das vier haben wir noch erledigt. Okay, das ist ein guter Ort zum Plündern hier, finde ich. Gucken wir jetzt erstmal hier auf dieser Seite, ob wir hier noch was zu plündern finden. Aber nicht danach aus. War hier noch was? Nee. Können wir hier über die... Warte mal, hier, eine alte Durchsage. Wir wissen, was ihr hier im Fels versteckt. Seid ihr wirklich so arrogant zu glauben, dass ihr einfach Gott spielen könnt? Dort liegt unsere Rettung. Wer seid ihr, dass ihr bestimmen könnt, wer leben darf und wer sterben muss? Was meinen die damit, was sie im Feld versteckt? Meinen sie die Rakete? Ich frage mich ja gerade, ob die vielleicht... Ist das eine Rakete, um damit, was weiß ich, zum Mond zu fliegen? Oder war das eine Rakete, die irgendwie mit irgendwelchen Sprengköpfen bestückt ist oder so? Man weiß es nicht. Da können wir vielleicht gleich auch nochmal gucken. Da unten ist wieder so ein Klerikerteil. Ich glaube, wir waren hier schon mal. Ich glaube, wir waren hier schon mal. Und dann sind wir nämlich in die Richtung da hinten weitergegangen. Da ist nämlich die Stadt der Outlaws. Genau. Wir waren hier und ich hatte diesen Moloch gesehen und dann habe ich gesagt, wir gehen woanders lang. Okay, interessant. Interesting. Ja, ich habe allerdings ein bisschen mehr erwartet hier, ehrlich gesagt. Ein bisschen mehr. Das war nur wieder so ein scheiß Flugblatt. Die sammle ich jetzt nicht wieder auf. So, den haben wir, den Teleporter.
Sollten wir hier nochmal gucken. Oh. Na, Freund Nase. Bleib hinter mir. Ich werde es versuchen. Blöd, wenn ich nur Luftlöcher schlage. Keine Ausdauer. Scheiße, ich kann nicht ausweichen. Ich muss das essen. Jawohl. Oh, neue Stufe. Krass, wir haben 160 Punkte für den gekriegt. Und haben tatsächlich durch einen Kampf eine neue Stufe erreicht. Ich bin begeistert. Ist ein Safe. Den können wir hacken. Okay. Fangen wir mal mit 1 an. 3. 8. 6. Okay, die 1 ist richtig. Also 1, 6, 9, 8. Die 1 und die 9 ist richtig. Warte mal, es muss dann aber 1. Ne, warte mal, die. Wenn die 9 richtig ist, die 1 muss kleiner als die nächste Ziffer sein. Die wiederum kleiner. Achso, 8, 9, ja. 8, 9 haben wir. Und dann muss sie wieder kleiner sein und das ist nicht die 6, sondern die 3. Geht doch. Alles klar. Brause, Geldbündel, Spielzeug durch Dino. Nehmen wir mit. Bolzen. Alles gut versteckt hier, das siehst du kaum. Okay, das war's dann aber hier. Hatte ich den geplündert? Ja. Oh, gruselig. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, aber ja. Ich würde gern da hoch zu dieser anderen Kuppel. Ja. Ach, guck mal. Warte mal, hier waren wir doch, oder? Ja, das müssen wir uns anschauen hier. Eieieiei. Ach du Scheiße. Ich glaube nicht, dass wir da reingehen. Ich speichere mal. Ich guck mal, wie viele Pfeile haben wir denn? Waffen so. Jagdbogen. Steht da auch, wie viele Pfeile wir haben? Keine Pfeile, wenn ich das richtig sehe, ne? Wir haben tatsächlich keine Pfeile. Scheiße. Ja gut, wir haben gespeichert. Lass uns das mal probieren, wie das hier im Nahkampf mir gegen die Viecher aussieht. Beziehungsweise wir können uns den pullen, würde ich sagen. Ja, aber nicht mit der Waffe, scheiße. Ein Ripper. Ich hoffe, dass der alleine kommt. Komm, Kaya. Ja, das läuft. Natürlich doof jetzt, wenn wir da so dicht rangehen. Der muss hierher kommen, aber Kaya kommt nicht mit. Kaya! Und du kannst es auch gerne alleine platt machen. Ah, na super. Jetzt hat sie sich umhauen lassen. Ich
glaube nicht, dass das was wird. Kaya ist wieder da. Nein. Ah, jetzt haben wir zweite. Das ist nicht gut. Scheiße. Wir hätten den geschafft, wenn er alleine wäre. Kein Mana mehr. Scheiße. Kaya könnte den schaffen da alleine. Möglicherweise. Der war fast down. Aber jetzt kommen sie beide hierher. Das geht nicht. Nein. 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 Ich sehe nichts. Der eine ist down. Oh nein. Oh. Diese Mistviecher. Wir haben den einen ja eben schon fast down gehabt, wo Kaya tot war. Ja, das war wieder nicht schlecht. Ich sehe nicht. Ja, schlecht. Kaya ist down. Komm her, du Arschloch. Du bist fast platt. Treffen muss ich. Jawohl. Alter Schwede. Danke, dass du da warst. Das hätte schief gehen können. Das kannst du aber laut sagen. Junge, Junge, Junge. Die waren nicht für unsere Stufe gedacht. Aber egal, wir haben sie gelegt, die Mistviecher. Und offenbar waren die Berserker hier, wenn ich mir das angucke. Wir haben ja versucht, Weltenherden. Es ist gut, dass das Leben unter diesen Kuppeln halbwegs geschützt ist und gedeihen kann. Ja, aber ein intaktes Weltenherz sehe ich jetzt nicht. Aber die haben es versucht, offenbar. Naja, wir schauen uns um. Hier liegen ein paar Wasserflaschen rum. Tja, was haben die jetzt hier beschützt? Wahrscheinlich renne ich hier wieder viel zu früh rum. Das wird mich nicht wundern. Ja, ja, ich weiß. Die Gefahr haben wir aber schon gebannt. Liebe Kaya. Ach, guck mal. Hier haben sie sich gemütlich gemacht. Guck mal, eine Bar. Geil. Ein alter Statusbericht. Den schauen wir uns nochmal an, den alten Statusbericht. Nee, war schon richtig. So, alter Statusbericht. Wo bist du? Der hätte doch da jetzt sein müssen eigentlich. Aber so richtig, alphabetisch geordnet ist das nicht. So, Lageübersicht. 2810. Vorfall in Station 0605. Isolation aller Proben. Befall mit einer neuen Schädlingsart. Untersuchung wurde eingeleitet. 2910. Weitere Untersuchung des Vorfalls in Station 0605. Der Vorfall verzögert unsere Forschung um mehrere Monate. Die wichtige Arbeit des leitenden Botanikers der Station wurde vollständig zerstört. Warte mal, es kann doch sein, 28.10., 29.10. oder so. Bin mir noch nicht sicher. Möglicherweise. Würde ich jetzt einfach mal so tippen. Oh, Energieriegel. Suppe. Brot, ja. Gerne. Geldbündel. Cooles Spielzeugauto. So, haben wir hier noch irgendwas? Bierchen. Eine Öllampe. Haben wir noch einen Spinden, ey. Da ist noch eine Wasserflasche, die hätte ich gern. Da liegt auch noch was. Schwefelbrocken. Und da ist noch eine Wasserflasche. Okay.
Interessant. Hier geht's wieder raus. Mal quasi alles gesehen. Bleib hinter mir! Alter! Hat der mich erschreckt gerade? Der hat Kaya direkt down gemacht. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh, nicht gut. Nicht gut. Eieieiei, das wird jetzt haarig. Ich habe auch keinen Mana mehr. Ich hätte mehr Mana reinziehen sollen. Ich habe das Gefühl, da ist noch einer. Ich hatte gerade das Gefühl, ich höre noch irgendwo Schritte. Scheiße. Danke, dass du da warst. Das hätte schief gehen können. War haarig, weil ich nicht genug dran war. Wieder, Mann. Er ist down. Habe ich jetzt geplündert oder nicht? Ich meine doch ja, ne? Ja, ich habe ihn geplündert. Okay, wieso war der da jetzt in der Mitte noch? Kommt da jedes Mal wieder einer raus? Wie schön, das beleuchtet ist das hier. Ich speichere mal. Okay, also diese Ripper, wenn die alleine sind, sind die schon zu erledigen, auch nur mit dem Schwert. Muss halt ein bisschen aufpassen. Schlafsack habe ich jetzt hier, glaube ich, nirgends gesehen. Schade. Das ist der Hinterausgang. Haben wir hier auch noch was? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier... Wir haben bestimmt irgendwas übersehen. Einfach nur ein fieser Ort. Outlaw des Amulett des Outlaws. Siehst du wohl? Wir finden Zeug. Dann will ich den Baum auch nochmal umlaufen hier. Die gucken wir uns gleich mal an. Wir haben ja vorhin noch so einen Ring gefunden. Okay, aber ich glaube, das war's. Sind wir jetzt? Wir sind jetzt in der Wüste. Das fällt mir jetzt gerade erstmal. Das wird mir jetzt gerade erstmal klar, dass wir gerade von Ignadon in die Wüste gekommen sind. Das wird mir jetzt erst klar. Krass, wie nah die Orte eigentlich beieinander sind hier. Wir wollten eigentlich da oben hin. Jetzt sind wir nach Tavar zurückgelatscht. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Na egal, gut, dann bleiben wir erstmal in Tavar jetzt, würde ich sagen. Auch nicht weiter wild. Aber wir wollen uns noch den Ring und das Amulett anschauen, bevor wir hier die Folge beenden. Ring des Outlaws, was macht der? Okay, wir können den wahrscheinlich nicht anlegen. Dann können wir ihn verkaufen. 500, immerhin. Schade, ne? Maximale Energie plus 20, ja. Aber wir können ihn nicht anlegen. Wahrscheinlich das Amulett auch nicht. Maximale Energie plus 10. Stim-Kapazität erhöht sich etwas. Ja, aber den Scheiß können wir verkloppen. Dann würde ich sagen, werden wir uns in der nächsten Folge aufmachen. Muss mich gerade erstmal orientieren. Da hinten, ne? Ja, da hinten ist die Stadt der Outlaws. Da werden wir uns in der nächsten Folge wieder hinbegeben, würde ich sagen. Dann gucken wir mal da, was wir da als nächstes machen können. Da haben wir hier dieses... leck mich am Arsch.
Ja komm, den einen nehmen wir noch mit. Ja, warte mal, den brezel ich erstmal. Schaffe ich es das noch, Mana in der Zeit zu nehmen? Pass auf, ich mache mal eben Mana aufladen. Sicher, sicher. Das ist Mana-Trank. Ja, komm, hau mal weg. So, und dann können wir dir nämlich welche drauf brezeln. Na, mein Freund. Achtung! Ja, Luftlöcher, geil. Das ist der Nachteil, wenn man halt nicht dieses Auto-Aim quasi nutzt. Dann kriegt man halt öfter mal ein Luftloch. Ey, jetzt reicht's aber, du Arschloch. Der hat doch wohl einen Schaden. Alter. Gar nicht gut. So, Kaya ist auch wieder da. Das war's. Ja, die sind gar nicht so einfach zu legen, die Viecher. So, das war's jetzt aber für diese Folge. Würde ich sagen. In der nächsten... Ich weiß ja nicht genau, ob wir jetzt zu den Outlaws gehen wieder. Oder ob wir vielleicht irgendwas anderes machen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall sind wir für diese Folge durch. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Würde ich mich sehr darüber freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.